Zum Jahreswechsel gibt es natürlich auch wieder ein Feuerwerk in allen Farben, Formen und Größen. Aber wie beim Autofahren gilt auch hier Finger weg vom Alkohol, wenn ich dann entsprechend Feuerwerk entzünde. Ganz wichtig ist immer die Gebrauchsanleitung des einzelnen Feuerwerks beachten, auf Kinder und natürlich auch auf Haustiere entsprechend achten. Wichtig ist aber auch der Einkauf des Feuerwerks. Kaufen Sie nie in anonymen Quellen oder irgendwo Feuerwerk aus dem Ausland. Achten Sie beim Einkauf Ihrer Feuerwerkskörper auf die CE-Kennzeichnung und auf die vierstellige Registriernummer. In Europa muss Feuerwerk von unabhängigen Stellen getestet werden. Erst dann darf es in den Verkauf kommen. Dann ist das Feuerwerk auch entsprechend sicher. Feuerwerk für Silvester muss die Kennung F2 tragen. Diese Kennung bezeichnet Feuerwerkskörper, die an Silvester entsprechend angezündet und abgebrannt werden dürfen. Achten Sie beim Entzünden von Feuerwerk aber auch entsprechend auf Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Wenn Sie zum Feuerwerk gehen, dann verschließen Sie alle Türen und Fenster und entfernen Sie brennbare Materialien, zum Beispiel von Ihrem Balkon oder von Ihrer Terrasse. Speziell bei solchen Batterien, die im Prinzip sicher abzubrennen sind, kann es im Nachhinein passieren, dass diese abgebrannte Batterie noch einmal Feuer fängt. Das heißt, das Brennen anfängt, auch Minuten nachdem das Feuerwerk schon abgebrannt ist. Achten Sie deshalb beim Entsorgen von solchen Batterien darauf, dass die wirklich abgelöscht sind und nicht mehr im Nachhinein noch zu brennen anfangen können. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein sicheres Feuerwerk und einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2019.